Heute ist Freitag, der 25.10. Es ist kurz vor 8:30. Die Sonne ist gerade aufgegangen und zwar genau um 8.21 Uhr. Sonnenuntergang wird um 19.08 Uhr sein. Der Wetterbericht sagt, dass es heute bedeckt sein soll. Ich kann es nicht so ganz glauben, wenn ich das hier so sehe. Also da müssten von irgendwoher noch Wolken kommen. Aber man kann ja nicht wissen. Am Meer kann es mal relativ schnell gehen. Heute Morgen beim Joggen war es relativ frisch. Ich brauchte ein langärmliches T-Shirt. Aber jetzt, seit die Sonne raus ist, ist es warm genug für kurze Ärmel. Und ja, fürs Erste wird es wohl ein relativ warmer Vormittag. Sind wir schon 10 Tage da? Wie findest du es denn so hier? Mir gefällt es sehr gut. Es ist wunderschön. Zwischendurch ist es auch mal bewölkt oder so, aber es macht eigentlich nichts. Man nimmt halt eine Jacke einfach mal mit. Heute war so ein Tag. Aber ansonsten ist es herrlich am Meer, ja, einfach hier zu sein und die Natur zu genießen auch. Obwohl man in der Stadt ja fast ist. Ja, genau. Sehr schön. Also, vom Wetter her passt es, oder? Ich meine, wir haben uns ja jetzt irgendwie spaßeshalber oder halb ernst die Sonnensucher genannt. Ne? Haben wir die Sonne gefunden? Ja, ich würde schon sagen. Gerade jetzt scheint sie schon wieder wunderschön, obwohl es ja, tagsüber ein bisschen Wolken hatte. Aber es ist immer warm und die Sonne kommt dann doch immer wieder durch. Und wäre das jetzt ein Konzept für, sagen wir mal, dass wir halt öfter im Herbst mal rüberfahren, genau in der Zeit? Ja, könnte ich mir gut. Um ein bisschen gut, Sonne abzukriegen. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann man wirklich machen, weil man ja doch relativ schnell da ist. Also die Fahrt ist auch schön und angenehm, wenn man sie sich entsprechend einteilt. Und dann ist man hier und unabhängig kann fahren mit dem Auto, wenn man gerade mal Lust hat. Das eigene Auto dabei eben. Also das ist so das Konzept, das mir gut gefällt. Kann mir das öfter vorstellen, ja. Wenn wir jetzt so 6 bis 8 Wochen fahren, also einmal im Herbst, einmal im Frühjahr, ich hatte so einen Eindruck, dass dir dann schon ein bisschen die Freunde fehlen. Ne? Ja, das wäre noch eine Sache. Also entweder lernt man die Sprache, dass man entweder hier also Spanisch lernt und dann mehr mit den Einheimischen auch in Kontakt kommt oder dass man sich eine Gruppe sucht auch von deutschsprachigen, englischsprachigen Leuten, weil auf Dauer wäre es schon schön auch ab und zu Leute noch mal mehr zu treffen und sich mit denen auszutauschen. Ja, also das ist etwas, was man noch irgendwie herausfinden müsste, wie man das organisieren können, dass man ein bisschen mehr Leute trifft. Ja, genau. Irgendwie, ja. Die
Freunde zu Hause überzeugen, dass es vielleicht ganz gut wäre, sich auch in diesen Jahreszeiten hierher zu begeben. Aber das glaube ich, das ist jetzt eher illusorisch. Tja, viele müssen noch arbeiten und können auch nicht das Homeoffice vom Ausland aus gestalten oder so. Ja, mal sehen, wenn wir ihnen die Filme zeigen, wer weiß. Vielleicht machen wir sie neugierig. Und vielleicht überzeugt es den einen oder anderen. Oder am Ende gibt es vielleicht sogar Leute, die hier sind, sehen das mal auf YouTube oder so. Mhm. Die können sich dann natürlich gerne melden. Ja. Mindestens mal in die Kommentare. Ja, das wäre doch auch schön. Und dann kommt man schon irgendwie zusammen. Ja. Jo, dann werden wir wohl wieder. Sonne geht gleich unter. Schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. Vielleicht uns noch in eine Bar setzen. Irgendwie was Schönes trinken noch, so ein Sundowner. Okay, das machen wir. Das machen wir.